So, Sportsfreunde, da bin ich auch schon auf dem Weg nach Hause vom Sport. Meine Szenen aus dem Studio werdet ihr gleich sehen. 14 Wochen sind es noch bis zum Wettkampf. Und es ist also dementsprechend noch alles super entspannt. Ja. Wer meine Ernährung aus meinen Instagram-Stories sieht, der weiß, dass durchaus das ein oder andere abgefahrene Lebensmittel mit drin ist, was eben nicht diätgerecht ist. Aber wie ich in meinem Leben sage, das Einzige, was wirklich abgefahren ist, das sind meine Sommerreifen. Und dementsprechend ist es momentan wirklich nur so, dass ich, das klingt ein bisschen doof jetzt, Zuckergetränke rausnehme und ein bisschen Cardio einbaue. Also super entspannt von der Hand habe. Da brauche ich mir also noch gar keine Sorgen machen. Und zeige euch gleich ein kleines Schultertraining. Schultern für mich ein Punkt, den ich auch natürlich klar wie alles verbessern muss. Aufgrund, dass ich auch relativ schmale Schlüsselbeine habe oder kurze Schlüsselbeine und dann natürlich den Schultergürtel immer wieder verbessern möchte, dass ich oben ein bisschen breiter wirke, als ich wirklich bin. Und da habe ich auch keine feste Routine, dass ich sage, ich mache jetzt das in der Reihenfolge, sondern versuche beim jedes Mal beim Training mit einer anderen Orientierung anzufangen. Ob es denn die vordere Seite ist, die seitliche oder die hintere, ist mal erstmal egal. Das wechsle ich immer quer wie durch. Deswegen seht ihr im Grunde gleich die erste Übung, die ich mit dem Schulterdrücken mache. Schulterdrücken super entspannt für mich. Eine Zeit lang nicht mehr gemacht, weil ich ab und zu ein bisschen Schulterprobleme hatte. Die ist immer so mein Problem immer gewesen in der Vergangenheit. Aber kämpfe mich da Step by Step wieder langsam ran. Und teile es mal nicht immer im Grunde auf 6 Übungen auf. Ne? Das heißt, dass ich für jeden Muskel, ich mache hier ein bisschen viel los, auf jeden, ist das mir ein bisschen unangenehm, in der Öffentlichkeit zu filmen. So, hier habe ich auch meine Ruhe, deswegen mache ich im Grunde, wie gesagt, 6 Übungen für meine Schulter und versuche immer, wie alles bei mir im Training, relativ kurz zu halten, mit kurzen Pausen, dass ich wirklich immer nur Richtung Ermüdung gehe, der Muskulatur. Klar habe ich jetzt bei der ersten Übung ein bisschen mehr Gewicht draufgepackt, für meine Verhältnisse wohl. Ich muss aber sagen, dass ich generell eine Pussy bin und deswegen voll schwach bin. Aber ja, was macht man nicht alles? Am Ende des Tages trainiert man ja, um stark auszusehen, aber nicht um stark zu sein. Denn stark zu sein sind oftmals ja auch deine Problematiken mit eben Verletzungen gerade in den Schultern. Und das möchte ich mir natürlich bestmöglich ersparen. Puh. Hallo Schari, Sie waren schon oben an der Tür. Ich muss ins Feld hochlaufen und habe sogar noch 30 Minuten Cardio gemacht, aber da ich immer nur spazieren gehe bei Steigung, um einfach nur ein bisschen Kalorien zu verbrennen über eine halbe Stunde, ist meine Ausdauer am Arsch. Deswegen lasst euch jetzt mit den Trainingsszenen alleine, kommentiert gerne, was ihr eben dementsprechend sehen wollt und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video teilt, liked, Daumen hoch, alles Mögliche in dem Sinne. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Hallo und tschüss. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynch is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Nicky. There's no one like me. I'm from there for. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. I want your heart. I want to eat his children. Praise be to Allah. We here to bring money and to bring change. They here to cause confusion. All these weak rappers, Nas, all these suckers, they battling off of East and West like this is a game. This ain't no game. If this was chess, we'd be yelling checkmate 3 years ago because we've been beat these fuckers. No, I can make it happen. My rapping is similar to motherfuckers when they scrapping. Blasting, watch them back. I'm notorious, Biggie Killer. Affiliation with Death Row. Niggas get their gas bill back. Food is the West Coast. Bitch, you misdemeanor. I'm raising hell like felonies. Mr. Machiavelli straight. Intoxicated, we duplicated, but never faded. Now that we made it, my adversaries is player hating. Got him
Mercedes for these tricks. And thought I quit and got a drop top jack for these bitches that's on my dick. And go to club in the back, I'm smoking bud in the back. I'm waiting for niggas to trip, cause bitch I love to scrap. Now, mama raised me as a thug nigga, with love niggas. I'm a millionaire, started as a drug dealer. I went from rocks to Z's, writing raps and movies. I went from trusting these tricks, now they all wanna sue me, so fuck them all. And if the cops come arrest me in the evening,